Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Die Sims 4 vom Tellerwäscher zum Millionär mit unserer Andrea. Andrea musste gerade mal den Kühlschrank reparieren, der war kaputt. Das hatte ich schon in der letzten Folge gesehen, dass das gar nicht mehr funktioniert hat. Ja, und jetzt kannst du aber auch den Müll noch rausschaffen. Ja, und was machen wir heute? Also ich schicke sie erstmal auf Toilette, dass wir hier spülen, ja, verwenden. Und dann darfst du dich vielleicht auch noch. Oh, sie hat selber die Mülltonne aufgerichtet. Okay, nun, das ist auch in Ordnung. Und ja, dann wollte ich eigentlich die Staffelpremiere machen. Die steht ja hier an, ne? Ja, auf Toilette war sie jetzt aber auch nie. Was machst denn du? Es ist ein Durcheinander wieder mit dir hier, Mädel. Ja, und dann kannst du dich vielleicht auch gleich noch duschen, bevor hier uns wieder das Wasser abgestellt wird. Man weiß ja nie, ne? Was ist hier? Ist hier irgendwas zu machen? Ja, du kannst weiterentwickeln. Ist das auch weiterzuentwickeln? Alles ernten? Düngen. Ja gut, dann ernte mal alles. Und was ist das? Hier kann man nichts machen. Es irritiert mich immer, dass das hier so blinkert, ne? Aber wahrscheinlich liegt das auch an der Qualität der Pflanzen, ne? Wie die sind oder wie soll ich das verstehen? Na ja, gut. Irgendwann steige ich auch noch da dahinter. So. Gut, also sie ist erstmal guter Dinge. Ach so, wir müssen ja arbeiten, von wegen, wir können uns hier ausruhen oder was? Nee, das geht ja mal gar nicht. Wir müssen über das Präzedenzrecht diskutieren und einen Rechtsgrund verfassen. Okay, naja, ich würde sagen, da gehen wir mal schnell in die Bibliothek. Ich denke mal, das dürfte auch hier in unserer Bibliothek möglich sein. Hier in dieser. Reist du mal alleine schnell hin. Wir haben ja noch keinen Rechner, also, ne? Und wir haben noch nicht einmal einen Fernseher. Wenn wir diese TV-Staffelpremiere erledigen wollen oder daran teilnehmen wollen, müssen wir einen Fernseher haben. Mein Gott, die Bibliothek ist im Ort. Danke. Meine Güte, diese weiten Reisen immer hier, ne? So, jetzt sind die Rechner natürlich alle wieder besetzt, aber da machen wir uns gleich Platz. So, Rechtswesen, Karriere. Rechtsgrund verfassen. Bitte schön, mach das mal. Über Präzedenzrecht. Da muss ich wohl. Ach, einen anderen Sim auswählen. Okay, du, das kriegen wir auch hin. Das kriegen wir doch auch hin. So, wir haben schon wieder einen Haufen Geld für die Weihnachtsdeko ausgegeben in der letzten Folge. Da haben wir schon wieder kaum Geld, ne? Oder was heißt kaum Geld? Wir haben schon Geld, aber wenn wir hier Millionär werden wollen, da sind wir noch meilenweit entfernt davon. Ja, aber alles kommt so Schritt für Schritt, ne? Was, Ari Hitilo, was willst du denn von mir? Fui, fui, Parata und ich hatten eine Menge Spaß zusammen. Danke für deinen Rat. Ja, bitteschön. Aber so möchte ich auch nicht heißen. Fui, fui, wer kommt denn auf solche Namen? Das also, nee, das wäre mir echt nicht. Also das, ganz ernsthaft, so möchte ich nicht heißen. Der arme Kerl könnte ein Leid tun. Ja, aber das dazu. Das geht mich nicht an, wie andere ihre Kinder nennen. Ne? So. Gut, hier, komm mal her, freundlich vorstellen. Wir haben jetzt. Wo ist denn die Kamera gleich wieder hin hier? So. Ja. Dann darfst du mit ihr mal ein Kompliment machen.
freundlich, Smalltalk kennenlernen und dann können wir ja die Rechtswesenkarriere mal nehmen. Nee? Bitteschön. Und ja, das hier, ne? Genau so. Toll. Da hätten wir das. Und jetzt müssten wir ja eigentlich auch noch, und das machen wir zu Hause, das Debattieren noch üben. Und wenn wir das geschafft haben, denke ich mal, dürfte die nächste Beförderung dann im Raum stehen, ne? Das wäre doch was. So, und wieso liegt der Kram hier immer noch rum? Andrea, Teile plündern? Was ist denn hier passiert? Mach das mal, bevor wir das hier wegschmeißen, ne? So, und dann darfst du das wegwerfen. Und dann gehst du an den Spiegel und debattieren üben. So, dass wir hier mal auf Level 8 noch kommen, ne? Und, oh je, wie sieht denn das Waschbecken aus? Hilfe! Das geht ja mal gar nicht. Oh, wir haben es ja gleich auf Level 8. Das ist ja nicht schlecht. Das dauert ja gar nicht mehr so lange. Ja. Haben wir es jetzt gleich? Jetzt haben wir es geschafft. Okay, jetzt darfst du hier mal bis zur Perfektion polieren und das reicht erstmal. Gut, wir haben also unsere Aufgaben erfüllt. Und ich könnte ja mal schnell ins Familieninventar gucken, was wir da bekommen haben. Wir hatten doch mal was abgeschlossen. Was haben wir denn hier? Meisterkoch, Küchenregal, eine Küchenmaschine, also eine Kaffeemaschine. Ja gut, das Küchenregal können wir erstmal verkaufen. Das brauchen wir jetzt nicht. Charisma Band 1, Diplomatie für Deppen. Das brauche ich auch nicht. Das können wir auch verkaufen. So. Das Gewürzregal können wir verkaufen. Das können wir eigentlich auch noch verkaufen. Ja, alle beide gleich. Da kommen wir auch erstmal wieder ein bisschen Geld. Und was ist das? Bücherregal des Anwalts. Na gut, das können wir ja erstmal belassen. Gut, aber okay, Elektrogerät. Ich dachte jetzt, wir hätten vielleicht einen Fernseher oder was gekriegt. Nee, aber gut, macht nichts. Wir kaufen einen. Ich würde mal auch sagen, dass wir hier mal den Geschenkestapel wieder verkaufen. Weihnachten ist vorbei, das brauchen wir nie. Nö, die Kerzen können wir ja vielleicht noch stehen lassen. Okay. So, Andrea, das Glas darfst du bitte mal aufräumen. So, und ich wollte noch einen Fernseher kaufen. Ich habe gar keinen Platz für einen Fernseher hier. Jetzt kommen die Fusselmäuse. Nicht das. Fusselmäuse weg. Ich brauche keine Fusselmäuse. Das geht ja mal gar nicht. So, und dann will ich einfach mal gucken. Ja, wir könnten doch hier mal schnell einen Fernseher an der Wand hängen. Wartet mal, wir kaufen mal einen Fernseher. Den gibt es im Wohnzimmer. Hier hängt ein Fernseher. Kostet denn der Flachbildfernseher? Ja, wir nehmen mal den hier, denn... Ach, da geht was zum Hinstellen. Da können wir auch einen billigen nehmen. Dann nehmen wir so einen Fernsehtisch dazu. Moment, wo haben wir denn einen? Ja, dann nehmen wir derweil den hier. So, macht nichts. Hier. Und der ist so niedlich. Den können wir auch ein bisschen größer machen. Nee, das ist zu klein. So will ich das haben. Und hier oben drauf. So, okay, Andrea. Du darfst die Staffelpremiere dir angucken. Bitteschön. Wenn du das gemacht hast, kommt der Fernseher wieder. Ach ne, den lassen wir dann mal noch. Für Silvester braucht man ja auch noch. So, da darfst du Fernsehen gucken. Das bringt auch ein bisschen Spaß. Das ist aus Sims 3 hier, aus dem Reiseabenteuer. Hm?
würde ich mal sagen, ne? Ja. Cool. Ja. Also das habe ich ja auch gespielt mit diesen Sachen. Das finde ich auch toll. Also das war auch schön, Sims 3. Aber wenn das nicht so buggy wäre bei mir, dann würde ich das auch spielen, ne? Aber das ist bei mir tierisch buggy. Es hängt sich ständig auf. Und ehrlich gesagt wüsste ich auch gar nicht mehr, wie ich dort bauen kann. Das Bausystem hier ist einfacher. Ich glaube, ich würde mich da anstellen wie der erste Mensch, ne? Ja, aber das mal so nebenbei. Ja. Naja, und da ist der Tag ja auch schon fast wieder rum, ne? Wenn man so will. Was mache ich denn mit dir, Kleines? Was mache ich denn da noch heute? Wir könnten ja mal gucken, ob du dann hier noch Edelstein mit Brillantschliff fortsetzen. Ja, dann mach das mal. Nee, das war doch noch gar nicht fertig. Ach Mensch. Na gut. Dann nachher noch. Sie ist jetzt natürlich nicht konzentriert, da wird das wahrscheinlich gar nicht schwer, ne? Vom Bestreben her. Müssen wir mal gucken. Ja, wenn konzentriert. Und ich bin ja nicht konzentriert. Ausgezeichnete Schmuckstücke. Mal gucken. Jetzt haben wir Level 6. Ist ja auch nicht schlecht. So, bist du fertig? Ja. Pack's in dein Inventar. Oder auf der Kristalltafel aufladen. Das kannst du mal machen. So. Gut, da müssen wir uns dann mal konzentriert werden lassen. Und jetzt sollst du noch mal die Staffelpremiere dir angucken. Meine Güte, und Hunger hat es auch schon wieder. Eieieiei. Gut, nee, dann machen wir erst mal. Ne. Ist da jetzt so drauf, der Stein? Ja. So, geh mal zur Toilette. Ach Gott, ist das wieder ein Durcheinander hier bei mir. Schlimm, schlimm, schlimm. So, was haben wir denn noch im Kühlschrank an Essen? Oh Gott, das ist echt schlecht. Das ist schlecht. Qualität schlecht. Hier ist es ausgezeichnet. Dann nimmst du dir das. Ah ja, der lädt auf, ne? Oder lädt er jetzt auf? Lädt auf, ja, genau. So, du darfst sie zu essen nehmen, ja. Und dann kannst du eigentlich nebenher gleich die Staffelpremiere gucken. Wie werden das? Das kannst du doch auch gleichzeitig machen, oder? Das will ich doch meinen. Ja, wie hieß denn das gleich nochmal? In Ägypten waren wir da, ne? Bei Sims 3. Cool. Also das fand ich auch interessant und spannend. Da gab es ja dann auch noch China, ne? Und was war das andere noch? Das waren doch drei Sachen. Ach, ich glaube sowas wie Italien, ne? Oder? Denke ich mal. So, wann musst du denn wieder auf Arbeit? In 9 Stunden. Komm, mach mal ein bisschen Betrieb hier. Gut, sehr schön, das haben wir geschafft. Dann darfst du jetzt schlafen gehen. Ja, das ist klar. So, was steht denn heute eigentlich an? Ja, du gehst heute mal zur Arbeit, ne?
Sie ist befördert zur Anwaltskoryphäe. Andrea wurde befördert und ist jetzt Anwaltskoryphäe. Sie verdient jetzt 89 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 236 Simoleons pro Stunde ergibt. Sie hat zudem den folgenden Bonus erhalten: 1850 Simoleons. Ihre nächste Schicht beginnt am Freitag um 8. Cool. Wusste ich doch, wenn wir hier so fleißig arbeiten, kommen wir auch zu Geld, ne? Und was ist hier schon wieder kaputt? Oh mein Gott, das Waschbecken. Reparieren, Andrea. Hier ist nicht weiter mit Schlafen. Komm, sonst kommt die Öko-Tante und stellt uns Wasser ab. Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich jetzt immer so ein bisschen Schiss, dass die wiederkommt und uns alles kaputt macht hier und das Wasser abstellt und so weiter und so fort, ne? Können wir jetzt gar nicht brauchen. So. Naja, schön von der Abstimmungsperiode. Jetzt muss sie zur Arbeit, die Gute. Okay. Mit Essen ist jetzt nichts. Na, vielleicht gibt es ja was auf Arbeit zu essen. Mach mal ein bisschen Betrieb hier, komm. So, sie geht arbeiten. Jetzt verschwundene Beweise. Der Fall von Andrea ist wasserdicht. Ihr Mandant ist unschuldig und es gibt Beweise, die das belegen. Nur, wo sind all diese Beweise hin? Auch wenn Andrea mit Sicherheit weiß, dass ihr Mandant fälschlich angeklagt wurde, würde er ohne die Beweise trotzdem für eine lange Zeit hinter Gitter wandern. Sollte Andrea die verschwundenen Beweise fälschen oder dem Gericht die Wahrheit sagen? Wir sagen mal die Wahrheit. Ohne eindeutige Beweise muss Andrea noch härter arbeiten, um zumindest genügend entlassende Indizien vorlegen zu können. Mit Ehrgeiz und Hartnäckigkeit gelingt es ihr schließlich, den Fall auch ohne die verschwundenen Beweise zu gewinnen und ihren unschuldigen Mandanten vor dem Gefängnis zu bewahren. Ihre Kanzlei rechnet es Andrea hoch an, dass sie allen Widrigkeiten zum Trotz keine ethischen Grenzen überschritten hat. Das so sollte es ja auch sein eigentlich, ne? Das würde ich doch mal sagen. So, und was machen wir hier mit dir? Fleißig arbeiten oder mit Kollegen kann man auch mal Kontakte knüpfen. Das kann man auch mal machen. Das hat auch ein bisschen sozial, ne? Ein schöner Wintertag. Was ist denn hier lila? Hat sich bewegt? Hast sich das bewegt? Vielleicht war es nur der Wind, das kann nicht noch ein Geist gewesen sein, oder? Oh Gott, haben wir schon wieder Angst? Ach du lieber Gott. Nein. Andrea, du musst doch keine Angst haben. So, was haben wir denn hier zu machen? Düngen. Ja, du kannst mal düngen. Mit was kannst du denn mal düngen? Hä? Hab ich gar nicht zum Düngen? Na gut, ja, wir können eigentlich schon wieder ernten hier. Oh, sie friert. Ja, geh mal schnell duschen. 2124 Simoleons haben wir verdient. Das ist toll. Ja? Wir sind zwar immer noch weit weg von der Million, ne? Aber also ich kann maximal alles ernten, ja. Dann mach mal. Ich finde den schön. Ich finde den Kristallbaum richtig toll. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie das so leuchtet, ne? Gut, jetzt sieht man vielleicht nicht allzu viel, weil das so diesiger, ja, Wintertag ist, aber ich finde es toll. So, was machen wir denn jetzt noch mit der Andrea? Ist ja ein bisschen langweilig heute hier, ne? Was könnten wir denn noch veranstalten? Wollen wir uns mal den Geh wieder rein, Mädel. Solltest doch eigentlich bloß die Kristalle abernten und hier überall rumrennen. Komm, lass das sein, geh rein hier. Setz dich mal hier hin. Geh
Handy rein. Wer hat denn dir auch gesagt, dass du hier mit den dünnen Klamotten durch die Gegend rennen sollst? Da würde ich auch schlappern. Lichterfest hat begonnen. Was ist denn das eigentlich? Exklusives Taiyaki. Taiyaki mögen wie Fische aussehen, aber lass dich nicht täuschen. Dieses berühmte fischförmige Gebäck besitzt eine köstliche Füllung in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Wunsch am Tanabata-Baum aufhängen. Hinterlasse einen Wunsch am Tanabata-Baum. Wisst ihr was? Das machen wir einfach mal. Okay, da gehen wir jetzt hin. Was mit dir passiert? Gott, ist es glatt, musst du streuen. Komm, reise mal zu diesem Fest. Ich will das sehen, was das ist. Danke. So, das machen wir noch, ne? Wir gehen noch mal zu diesem Lichterfest. Und da gucken wir mal, was wir da alles machen können. Falls es nicht schon vorbei ist, muss man hier auch sagen, ne? So. Da hinten ist das Lichterfest oder ist das... Oh, herrlich. Das sieht auch schön aus, ne? Wenn das Licht hier so auf dem Fluss ist. Ja, finde ich toll, ne? Könnte man eigentlich mal ein Foto von machen, genau. So. Und jetzt gehen wir hier mal gucken, was hier so abgeht. An welchem Baum sollte man was aufhängen können? Hier, oder? Sich etwas wünschen. Mach das mal. Nee. Gar nicht. So, was haben wir denn hier? Essen bestellen. Bestell dir mal was. Heißer Energy. Dreifarbige Danke. Melonensoda. Matcha Taiyaki. Vanille Taiyaki. Erdbeer. Bohnen Taiyaki. Veggie Yakushiba. Tamagonigiri. Komm, iss mal das hier. So, und dann will ich mal gucken, was es hier so gibt. Was gibt's denn hier? Sieht aus wie was zu essen, oder? So, zum Winterfest sind wir hier. Oder Lichterfest, oder wie das heißt, ne? Lichterfest hieß es ja eigentlich. So, ein paar Kontakte können wir ja auch noch knüpfen. Oder wir machen das mal ganz anders. Wir stellen uns mal respektvoll vor. So, und dann will ich mal gucken, was es hier so gibt. Drei Feuer, gibt es dasselbe? Avocado Maki Rolle, Edamame, Tamagonigiri, das haben wir gerade. Thunfisch Maki, Lachs Maki, Thunfisch. Nö, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. So, ja, aber mehr ist ja eigentlich nie, oder? Mehr ist hier eigentlich gar nicht. Dann machen wir hier nochmal so ein Foto. Da haben wir auch die Kerzen nochmal drauf. Finde ich doch toll. So, genau. Gut. Naja, ihr Lieben, ich würde sagen, ich bin jetzt schon wieder eine Weile am Aufnehmen. Ich habe zwar jetzt wieder mal nie auf die Uhr geguckt, wie immer. Aber ich würde sagen, dass Andrea jetzt, wenn sie fertig ist mit Essen, nach Hause reist. Ne? So. Und zwar wieder in ihre Heimat, ne? Gut.
So, da hat sie heute als kleine Belohnung für ihre Beförderung noch die Reise zum Lichterfest bekommen. Und da würde ich sagen, Andrea darf jetzt ja, zu Bett gehen, würde ich mal sagen. Erst mal die Zähne putzen und dann kann man schlafen gehen. So. Na komm schon. Hier drin ist warm. Ja. Ja, das scheint kalt zu sein. Ja, Frost steht ja auch hier. Schneesturm und Frost. Okay. So, ihr Lieben. Andrea geht jetzt zu Bett. Eine Runde schlafen. Und da würde ich sagen, an dieser Stelle soll es das erstmal wieder gewesen sein. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und für euer Interesse. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dann, lasst es euch gut gehen. Habt alle einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende. Und dann sehen wir uns so, ihr denn wollt, beim nächsten Mal wieder. Oder falls ihr Urlaub habt, wünsche ich euch natürlich auch noch einen schönen Urlaub. Ne? Also, bis bald. Tschüss.